Ja, hallo und herzlich willkommen auf hoher und rauer See zu einer neuen Folge Raft, die es eigentlich so gar nicht geben sollte. Ja, aber fangen wir doch mal von vorne an, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Ganz vor kurzem hatte ich mit einigen lieben Mitspielern einen grandiosen Raft-Livestream, der lang gedauert hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Und da möchte ich mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken bei meinen Mitspielern, dem Commander Carlton, Heartbeat Gaming und dem Bärtiger. Und das hat so einen riesen Spaß gemacht und hat so viel Zuspruch in der Community auch gefunden, dass ich gedacht habe, Mensch, du kannst jetzt nicht einfach Raft pausieren, weil der ursprüngliche Plan war, noch einen Livestream, die letzten Errungenschaften holen und dann erstmal warten, entweder bis Chapter 2 oder bis weitere Spielelemente da sind. Und jetzt hat sich die Planung geändert, wie ihr seht. Eine neue Folge und mit Sicherheit auch noch einen Livestream. Wann der stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Und ja, bis dahin könnt ihr euch aber über Wasser halten, auf jeden Fall, wenn ihr mal bei Heartbeat Gaming reinschaut, weil sie halt auch eine laufende Raft-Serie hat. Ich verlinke euch mal den Kanal hier oben in der Infobox. Gut, vielleicht gibt es auch zwischendurch doch noch die ein oder andere Folge von mir. Wir wollen mal gucken. Ja, was habe ich heute eigentlich vor? Ich habe gedacht, da der Commander Carlton ja auch noch nicht die ganzen Locations von Chapter 1 kennt, dass ich das Floß jetzt einfach mal schon mal aus Vorsorge nach Vasagatan bewegen werde, damit wir uns, wenn wir den mal wieder streamen, ja, da gleich mit dieser Location befassen können. Und vielleicht finde ich ja doch endlich noch eine, das ist bald ein Running Gag, eine der besonderen Inseln, die mir bis jetzt noch überhaupt gar nicht vergönnt gewesen ist. Das sieht lustig aus, hier mit dem Segel direkt in den Platten drin. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal, damit ihr wisst, wie das Ganze hier entstanden ist, auch nochmal in der Infobox hier oben den Livestream, von dem ich gerade gesprochen habe, weil mein Internet zwischendurch mal aufgegeben hat in zwei Teilen. Das ist aber alles schön miteinander verknüpft. So, jetzt lichten wir erstmal den Anker und legen hier mal ab. Ich habe auch endlich einen Bienenstock. Uiuiui, der steht aber ziemlich unter Wasser. Hier hinten. Aber den Bienen scheint das zumindest nichts auszumachen. Ja, und es gibt auch schon wieder neuen Honig. Den werde ich mir mal holen. Und dann muss ich gleich mal gucken, dass ich mir weitere Honiggläser produziere und hier schon mal für ein bisschen Spritvorrat sorge. Olaf der Hai ist auch dabei. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Was ich auch total toll fand, ist ja der Zusammenhalt, den es mittlerweile auch in der über meine Community hinaus gibt. Alleine schon mal unter allen, die regelmäßig Raft spielen und Raft begeistert sind. So hatte ich beim Stream auch einige Leute aus der Community von Frau Zockersucht und auch Frau Zockersucht persönlich dabei. Und denke ich, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, einmal Danke zu sagen und auch nochmal den Kanal von Frau Zockersucht zu verlinken. Hier oben in der Infobox. Auch dort gibt es eine tolle Raft-Serie, wo ihr auf jeden Fall mal reinschauen solltet. Wenn ihr nicht gerade bei mir schaut, versteht sich. Wenn euch der ganze Spaß gefällt, nach der ganzen Werbearie, könnt ihr auch gerne direkt hier nochmal einen Daumen nach oben dalassen. Dankeschön. So, irgendwie geht es hier gar nicht weg von der Insel, obwohl ich das Segel mit der Strömung gedreht habe. Kann aber natürlich auch sein, dass sich die Strömung zwischenzeitlich mal geändert hat. Ich glaube es nicht. Der Wind zeigt hier in eine ganz andere Richtung. Ich drehe das Segel mal. Vielleicht können wir quer von Balboa wegfahren. Na, der Anker ist doch um. Na, vielleicht ist das Segel aber auch mittlerweile so verbaut. Nee, ich fahre. Ich fahre, weil wie wir wissen, bewegt sich ja nicht das Floß, sondern die Welt um das Floß.
dann ist das hier wohl eine optische Täuschung. Doch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass wir uns wegbewegen. Ich hatte schon Sorge, dass das Segel nicht mehr richtig funktioniert. Gut, wie dem auch sei, da müssen wir ja jetzt erstmal wegfahren. So, und dann nachher nochmal ein bisschen Material wegsortieren. Und damit Heartbeat Gaming mir nicht im nackten Popo ins Gesicht springt, werde ich auch zumindest versuchen, die Kisten zu nehmen, die dafür vorgesehen sind. So, aber erstmal schauen, dass mir hier das Wasser nicht ausgeht. So, Wasser. Wasser. So, dann nochmal zweimal nachfüllen. Weil Vorbereitung ist alles. So, die Netze füllen sich auch langsam, wie man hinten im Hintergrund am Platschen hört. Am Plätschern hört. Am Platschen. Am Fatscheln. So. Bienen, Honig. So, was brauche ich jetzt nochmal, um Honig herzustellen? Wo haben wir das denn? Für Honig brauche ich Gras und Honigwaben. Ich glaube, irgendjemand war schon so nett und hatte reichlich Glas hergestellt. So, wollen wir mal gucken. Sand, Ton, Erde, Pulver, Glas, Steine. So, die Kisten sind wohl leer. So, Kupfererz, Eisenerz, Blumen, Samen, Seile, Planken, Blätter, Kunststoff. So. Ich versuche mich an den Plan zu halten. Ich kann nicht garantieren, dass ich das durchgehend einhalten kann, aber ich versuch's. Bärenköpfe. Die normalen Bärenköpfe könnte ich ja eigentlich unten reinwerfen. Na, ihr wisst schon. In diesen Biospritgedöns. So, hier ist alles Mögliche drin. Hier packe ich mal den Mama-Bär-Kopf rein. Eine Trovenwand habe ich ja auch noch nicht. So, Glas, Steine, Ausrüstung. So, hier ist alles Mögliche drin. Da hat auch jemand einen Heilkopf reingepackt. Ist recht. So, den Fisch, den werde ich dann essen. Wo haben wir denn Leder? Gibt es denn hier schon Leder, Kunststoffplanken, Seile? Alles, wozu ich nichts Spezielles finde, packe ich hier hinten einfach mal rein. Dann gibt es auch beim nächsten Mal noch was zu tun. So, Bogen, Speer, Fleisch. Und Lebensmittel müssten noch an der Küche stehen, oder? Küche, Küche, Küche. Küche. Gebratenes. Fleisch, Fisch. Gut. Okay, obwohl Meat. Da könnte ich ja tatsächlich auch noch ein bisschen produzieren. Mal gucken, ob hier noch irgendwo Holz ist. Jawohl. Wir sind ja nicht mehr bei armen Leuten, dank der Mitspieler. So, wo hat's den Grill hin? Auf der Suche. Ah, hier. Okay, hier gibt es noch ein bisschen Cooked Meat. Hier auch. So, dann können wir hier nochmal nachlegen. So, dann können wir das mal wegsortieren hier ein bisschen. Lecker. Habe ich noch kein einziges von gegessen. So, hier können wir mal zwei weglegen. Dann haben wir noch sechs, um gleich den Grill nochmal neu zu bestücken. Das ist gut. So, jetzt sollte ich aber wirklich mal was trinken. So, und mal schauen. Sind wir denn jetzt schon weit genug? Na, wo bleibe ich denn hier immer hängen? Weit genug weg von Balboa? Ich sehe es zumindest nicht mehr. So, dann drehe ich das Segel mal wieder nach vorne. Na,
Schwuppdiwupp. So, dann wollen wir mal schauen. Ach, hier hat doch schon jemand Trophäen hingehangen. Okay, okay. Batterie leer. Gut. Dann brauchen wir wohl erst noch eine neue Batterie. Drehe ich das Segel nochmal um. So, wo haben wir denn noch Batterien? Da sind Batterien. So, leere Batterien, volle Batterien. So, Segel wieder umdrehen. Nein, umdrehen, nicht zumachen. So, gucken, dass es halbwegs gerade ist. Okay, das müsste ungefähr passen. Ist schön geworden hier mit der Treppe. So, neue Batterie rein. So, dann wollen wir mal gucken. Koordinaten für Vasagatan. 2295. So, 2. 2. 9. 5. So. Guck mal, da ist eine kleine Insel. Die will ich aber nicht looten. Fahren wir trotzdem mal ein bisschen näher ran und gucken mal, ob das vielleicht eine besondere Insel ist. Sieht jetzt zwar nicht so aus, aber das wäre natürlich jetzt ein grandioser Glücksfall. Wenn wir da jetzt zufällig was finden würden, aber ich sehe kein Flugzeug und kein Schiff. Was sind das da hinten? Nein. Gut, dann Hartsteuerbord. So, boah, das war ja mal fast perfekt eingedreht, aber nur fast. So, noch ein Stückchen rüber. Noch ein Stückchen rüber. Na? Manch einer hat ja Probleme, das Ruder gerade zu stellen. Und baut es dann ab und setzt es neu. Ich finde, das geht mittlerweile ganz gut. So, 1800 und irgendwas. Oder 1800 und Eppes, wie man in manchen Regionen sagen würde. Dann sind wir mal auf Kurs. Gut, ich bin kein Möwenschlechter. Ich freue mich dann nur, wenn wir ein bisschen Federn bekommen. Ja. Gut, was wollte ich jetzt machen? Honig produzieren. Machen wir gleich, aber erstmal haue ich hier die Bärenköpfe rein. Bärenkopf. Oh, mit einem Bärenkopf ist das Ganze schon voll. Das ist natürlich nicht schlecht. Auch schön, dass wir jetzt unseren eigenen Sprit produzieren können. So, Steine. Glas. Ja, warte mal. Den Ton können wir nochmal wieder wegpacken hier. Den ich habe, aus Sand machen wir Glas. Also nehme ich auch Sand mit. Damit wir weiter Glas produzieren können. So, Glas. So, Honig. Gut. Legen wir das wieder weg. 8 Honiggläser. Mehr als genug. Da habe ich doch gute Hoffnung, dass wir... Ah, Biokraftstoff. Dass wir den Tank auch noch voll kriegen. Und alle Motoren voll kriegen. Ja, jetzt wird der DAX größenwahnsinnig. Nein!
Abstellen. 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 So. Die Wassermühle dreht sich immer noch fleißig in die falsche Richtung. So, Honig ist auch schon wieder fertig. Das läuft echt gut. Also ich finde auch, man kommt mit einem Bienenstock gut klar. Wohl ein zweiter, vor allen Dingen, wenn er so formschön gebaut ist, mit den Pflanzkübeln drumherum, der sicherlich auch nicht schaden kann. So, wo hatte es denn jetzt die Schmelzen hin verschlagen? Ich muss mich erst noch mal ein bisschen orientieren. Also die Mitspieler, die ich dabei hatte, waren echt fleißig. Ist jetzt auch alles viel besser sortiert hier. Aber wo sind die Schmelzen hin? Da muss ich jetzt tatsächlich mal überall gucken. Oder hat die jemand in der Hosentasche mit nach Hause genommen? Ach, hier. Blindfisch lässt grüßen. So, Sand, Sand. Sand, Sand. Planken, Planken. 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 So, alle Planken weg. Wir hatten doch hier unten noch Holz, oder? Nein. Kein Holz mehr. Gut. Ja, eigentlich nicht so gut, aber da können wir ja hier oben mal ein bisschen fällen gehen. Gut, dass wir da auch ohne Leiter über das Gartentor draufkommen. So, können wir endlich mal die ganzen Äxte verbrauchen. Dunkel wird's schon wieder. Durchaus gerne noch mal ein paar mehr Palmsamen rauskommen. Hätte ich nichts dagegen. So, noch eine Axt kaputt. Mann, habe ich einen Verschleiß hier. Fünf Palmsamen habe ich dabei. Die können wir zumindest hier schon mal wieder einpflanzen. So, bleiben die drei erstmal leer. So, Kartoffeln und Rüben. So, ernten und einpflanzen. Den Rest besorgt der Regen, weil so dringend brauchen wir das Zeug jetzt nicht. Obwohl ich hier oben trotzdem mal wieder ein bisschen Wasser einfüllen könnte. Das machen wir jetzt auch mal. Ups, so, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das auch hier noch.
Sehr. Und dann schauen wir mal, wie weit wir noch nach Vasagatan haben oder ob wir noch mal ein bisschen nachsteuern müssen. Ja, ein bisschen nachsteuern kann nicht schaden. Das ist noch ein ganzes Stück. Kriegen wir irgendwie hin. Wenn wir heute nicht ankommen, dann eben an einem anderen Tag. So, was macht mein Biosprit? Da ist auch wieder einer fertig. Nein, keine rohen Kartoffeln. Bärenkopf. Und Honig. Sehr schön. Ich könnte fast wetten, hier hinten ist wieder Honig fertig. Wow, und immer falle ich durch dieses blöde Loch. Naja, bin ich wenigstens sauber. So, geerntet. Hat mir jetzt gar nichts angezeigt. Doch. So, Kartoffeln, Rüben. Obst und Gemüse. So, sehr schön. Denke, genau, können wir gleich nochmal weiter grillen. Planken platzieren. So, dann haben wir aber fürs Erste gleich mal genug Fleisch. Fürs Erste. Na? Langsam, ruhig bleiben, Jason. So, jetzt. Eigentlich könnten wir auch die Motoren benutzen, oder? Eben habe ich noch von Spritsparen geredet. Ja, das wird auch noch ein Weilchen dauern, bis der Tank mal komplett voll ist. Na? Sollen wir schon wieder nachlenken? Fahren wir wohl doch nicht so ganz geradeaus, offensichtlich. Ist aber nicht schlimm. Für irgendwas muss der Captain ja da sein. Na? Jetzt wird es aber richtig duster. Wolken vor dem Mond. So, wir nähern uns. Vielleicht können wir ja am nächsten Tag schon Vasagatan sehen. Was anderes sehe ich zumindest nicht, außer Olaf. Den kann man immer sehen. Keine besonderen Inseln in Sicht. Mond geht unter, geht gleich die Sonne auf. Ich freue mich drauf. Ist es nicht schön? Es ist immer wieder schön, die Sonne aufgehen zu sehen. So, hier oben steht nur noch der Stuhl. Genau. Da hatten wir ja die Nester alle nach unten gesetzt. Noch ist am Horizont nichts zu sehen. Ich denke mal, ein bisschen Sichtweite können wir in der Folge ja auf jeden Fall noch fahren. Soweit ist es ja nicht mehr. So, ist auch wieder Kraftstoff fertig geworden.
So, und das verteilt sich natürlich von hier auch gleich in die Maschinen um. Brupp, wieder leer. Am liebsten wäre mir ja, alle Maschinen sind voll und der Tank ist voll. Aber da werde ich nochmal ordentlich was in den Tank kloppen müssen. So, nehmen wir erstmal hier die 20 Kartoffeln. So, das reicht auch. Das macht Laune, sich hier selbst mit Sprit zu versorgen. So, das Fleisch ist auch fertig. Bauen wir mal Planken rein. Auch wenn wir jetzt erstmal nicht weiter grillen. Lecker. Kriege ich richtig Hunger. Da fällt mir ein, ich müsste vielleicht auch mal im Real Life was essen. Das kann zumindest nicht schaden, oder? So, 627, 25, 24, 23. Jo, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Auch ohne Motorkraft. Die brauchen wir ja im Grunde nur bei Balboa und selbst da nicht. Wenn man ordentlich paddelt. Und noch besser ist, wenn der Paddel paddelt. Aber der ist mittlerweile schon ein bisschen abgegriffen. Kleiner Insider. So, wie geht's denn meinen Tieren? Na? Ich weiß, dass ich Salzwasser nehmen könnte. Na? Okay. So, dann hier auch noch mal ein bisschen Wasser rein. Sieht es ja mit den Batterien aus, leer. Habe ich mir fast gedacht. Neue Batterie rein. Was ist hier? Die ist noch nicht ganz leer. Aber wurscht. So. Wurscht. So. Können wir eigentlich mal insgesamt die Batterien hier wieder wegbringen. Batterien, Batterien, Batterien. Okay, packen wir hier die vollen Batterien rein und die leeren Batterien. Gut, dann machen wir hier leere und fast leere Batterien rein. So, hier ist Salzwasser drin. Weg damit. So, ausgezeichnet. So, Sprit ist noch nicht fertig. So, wie weit haben wir es noch? Oh, wir sind ganz nah dran. Gut, ganz nah ist relativ. Gleich Bomb spawnt das Ding einfach vor dem Floß. Und wir zerschellen an den Küstenfelsen. Na, ich will es nicht hoffen. Weit ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ach, von hier oben kann man auch schön beobachten, wann der Biosprit fertig ist. Bin wirklich noch schwer am Überlegen mir, ob ich diese Mod-Motoren an und aus vielleicht auch verwenden sollte. So, es müsste gleich irgendwo da vorne auftauchen. By the way, wenn ihr keine Folgen von Raft verpassen wollt und auch keinen Livestream von Raft oder andere Dinge verpassen wollt, dann lasst doch gerne auch ein Abo da. Und wenn ihr auch eine Push-Benachrichtigung bekommen wollt, je nachdem wie ihr das eingestellt habt bei YouTube, dann klingelt da auch gerne das Glöckchen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Und wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen zu kommentieren, würde mich mal interessieren, was euch denn am meisten interessieren würde in einem künftigen Livestream von Raft. Ich glaube, da hinten ist Frau Sagatan. So, hier bleibt man auch sportlich mit der Lücke. Ja, da ist es. Es taucht langsam aus dem Nebel auf, das Geisterschiff. Gut, da können wir ja eigentlich noch ein bisschen rüberdrehen. So. Man muss sich ja nachher nicht mehr Mühe machen als nötig beim Rüberschwimmen. Ein bisschen näher geht allerweil. Nicht wahr? Einfach an Deck stehen und die frische Luft genießen. Ich habe auch extra alle Fenster und Türen bei mir aufgemacht, damit ich hier so ein bisschen das Seebrisen-Feeling mitnehmen kann. Wie der Wind durch mein üppiges Haupthaar streicht. Ach, guck mal, da fliegen die Möwen los, sobald man sich Land nähert. Keine Ahnung, ob das gerade Zufall war. So, ein bisschen näher ran können wir noch. Nur anhalten, bevor wir auf die Küstenfelsen laufen. Aber ich denke, wir parken hier schon in einer ganz guten Position ein. Dann können wir ein bisschen Ratten killen beim nächsten Mal. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich hier eine Weile vor Anker bleiben, denke ich. Apropos Anker. Es wird Zeit. Anker werfen. So, sind wir nah genug dran? Na, kriegt man, glaube ich, noch nicht mal. Ah, naja. Ja, es geht ohne nasse Füße. Außer man springt daneben. Gut. Etappenziel erreicht, würde ich sagen. Machen wir was trinken. Und dann zurück auf meinen Aussichtsturm. Sieht's aus. Ja, soweit erstmal zu Raft für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Seid ja immer noch da. Jetzt wird's aber Zeit.